Hast du dich schon mal gefragt, was denn passiert wäre, wenn wir kein Jurassic World bekommen hätten? Ich meine, na klar, es wäre sehr wahrscheinlich dann irgendwie auf Jurassic Park 4 hinausgelaufen. Und hast du dich mal gefragt, wie dieser Film hätte aussehen sollen? Ich meine, die meisten von euch kennen sehr wahrscheinlich diese kuriosen Bilder hier. Und ich kläre in diesem Video, was wirklich dahinter steckt. Ganz kleiner Spoiler, es gibt zwei Varianten, die wir fast im Kino bestaunen hätten können. Viel Spaß mit dem Video. So, Steven Spielberg ist doch eigentlich ein Meister des Geschichtenerzählens, oder? Ich meine, gibt es einen Spielberg-Film, der wirklich schlecht ist? Ich meine, mir wird jetzt einer einfallen, den ich nicht ganz so geil fand, aber ich würde niemals sagen, dass Steven Spielberg an sich schlechte Filme macht. Was ich euch jetzt erzähle, wird das nicht ändern, tatsächlich, denn diese Bilder hier, die ich euch eben gerade vor dem Intro gezeigt habe, haben eine andere Hintergrundgeschichte, als ihr diese erwartet. So. Fangen wir erstmal an mit Story Nummer 1. Das ist die Grundgeschichte, die ursprünglich schon während dem Dreh von Jurassic Park 3 in Spielbergs Kopf herumgegeistert ist. Und die ist beschrieben als so eine Art Mystery-Adventure, in dem Folgendes passieren hätte sollen. Erinnert ihr euch noch an The Lost World Jurassic Park 2, wo dann auf einmal diese Kompis am Strand, also auf dem Festland waren? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die da wirklich hingekommen sind? Naja, ich auch nicht. Warum hätte ich auch? Denn in Jurassic Park 2 wird ja ganz klar von John Hammond erklärt, dass diese Gruppe, also diese Familie, die eben den Ausflug mit der Yacht macht, dass die auf Isla Sorna gestrandet sind. Das heißt, die Saurier wären überhaupt nicht auf dem Festland gewesen. Jurassic Park 4 hätte das Ganze jetzt dementiert und hätte diese Frage aufgeworfen, wie diese Dinosaurier auf dem Festland gelandet sind. Also es wäre wohl rausgekommen, ja, doch, die Szene hat sich auf dem Festland abgespielt und eben nicht auf der Insel. Und plötzlich hätten wir eine ganze Armada an kleinen Dinosauriern. Also hier ist nur die Rede von kleinen Dinosauriern. Ich gehe mal davon aus, es wird sich um die Compsognathus handeln, weil das dann eben Sinn machen würde, wegen Foreshadowing. Es wird dementiert, nein, das hier war eben nicht die Insel, das ist das Festland. Also würde es Sinn machen, wenn das hier auch die Compsognathus gewesen wären. Die würden sich einfach komplett kontrolllos über das Festland verbreiten und eben weiterhin vermehren. Niemand Geringeres als Dr. Ian Malcolm und Dr. Alan Grant sollten im vierten Teil zurückkehren und das Ganze eben erforschen. Während dieser Forschung wären die beiden zurück auf die Insel geraten, also auf Isla Sorna in dem Fall, und dort wären sie bestimmten Ereignissen auf die Spur gekommen. In einem Reddit-Forum war hierbei auch die Rede gewesen von Umweltaktivisten, die dafür verantwortlich waren, dass diese Dinosaurier aufs Festland gekommen sind. Keine Ahnung, ich habe davon keine offizielle Stellungnahme gefunden, aber es würde irgendwie Sinn ergeben, weil diese ganze Umweltaktivisten-Sache haben wir in The Lost World bereits das erste Mal so ein bisschen eingeführt. Und auch in Jurassic World 2 ist das ja irgendwie Thema der Geschichte. Der gesamte vierte Film würde also dann darum handeln, was denn da wirklich passiert, wie Dinosaurier jetzt aufs Festland gekommen sind. Und Spielberg hat gesagt, das Ganze hätte einen ziemlich bösen Cliffhanger. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn Steven Spielberg weiterhin seine Hand auf das Franchise gelegt hätte und selber bei der Regie mit dabei gewesen wäre, dass wir dann eine fünfteilige Jurassic Park-Reihe erlebt hätten, wo dann eben in Teil 5 die Saurier unter den Menschen leben und dann eben das Chaos ausbricht. Interessant hierbei ist zu erwähnen, dass zum einen Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm hätten zurückkehren sollen, dass wir Sam Neill als Dr. Alan Grant erneut gesehen hätten und dass ein Neuzuwachs mit dabei wäre, und zwar wäre das Keira Knightley gewesen. Was für eine Rolle sie gespielt hätte, ist unklar, da wurde auch nichts drüber berichtet, aber sie hätte eigentlich in den Cast dazukommen sollen. Die ganze Geschichte wurde dann relativ schnell wieder verworfen und wir wissen ja, nee, das ist alles nicht so wirklich rübergekommen. Was hat es jetzt aber mit diesen Bildern hier auf sich? Es gab doch eine zweite Variante, die wir fast im Kino erlebt hätten. Eine Variante, die sogar vom Drehbuch her ein bisschen ausgefeilter war. Ich habe hier sogar mal Drehbuchauszüge für euch, die ich euch hier gerade mal einblende. In dieser Geschichte geht es um einen Charakter namens Nick. Hierbei handelt es sich nicht um Nick Van Owen, sondern um einen anderen Nick. Dieser hätte laut diesem Storyboard von Dr. John Hammond kurz vor seinem Tod die Aufgabe bekommen, auf die Isla Nublar zurückzureisen und eben, naja, diese Spraydose zu holen, also die bekannte Embryo-Spray-Rasierdose, die eben Dennis Nedry für Louis Dodgson hätte besorgen sollen. Im Verlauf des Films wäre ihm das eben auch gelungen und er hätte es in die Hände von Ingen zurückgegeben, die allerdings nicht mehr unter der Kontrolle von John Hammond
waren, logischerweise, denn der ist ja leider verstorben. Im Drehbuch wird dann weiter beschrieben, dass diese Dino-DNA zum einen an Hunden und anderen Tieren hätte ausprobiert werden sollen, also die hätten dann DNA von Hunden und anderen Kreaturen miteinander vermischt. Und diese wären dann zum Überfluss auch noch bewaffnet worden und hätten Jagd gemacht auf Terroristen und ähnliches. Ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte und danach haben wir diese Bilder hier bekommen und jeder hat sich gedacht, okay, das wäre eigentlich Jurassic Park 4 geworden. Das Drehbuch hört sich jetzt schon ziemlich quatschig an, gebe ich vollkommen zu, aber diese Bilder hier sind einfach faktisch nicht offiziell. Der Zeichner dieser Bilder hat sich nämlich selber dazu geäußert und er war wohl irgendwie auch in die Produktion mit involviert und hat dazu einfach Folgendes geschrieben: Ey, diese Bilder habe ich einfach nur aus Spaß gezeichnet. It was for fun. Das hier ist kein offizielles Konzept und das ist halt ein ganz großes Ding, weil diese Bilder immer als offizielles Konzept zu Jurassic Park 4 dargestellt werden. Das sind sie nie gewesen, also das hätten wir sehr wahrscheinlich auch nicht so bekommen, obwohl die Bezeichnung im Drehbuch ja schon in die Richtung irgendwas erahnen lässt. Ich meine, wisst ihr, wie das Drehbuch oder der ursprüngliche Pitch zu Jurassic World ausgesehen hat? Etliche Jahre nach dem Vorfall aus Jurassic Park erinnert sich niemand mehr wirklich an die Ereignisse aus dem Jahr 1993. Die Intel Corporation ist zerfallen und wurde nun von der Maserati Corporation übernommen. Diese erschafft eine neue Kreatur, geklont aus einem Tyrannosaurus Rex, einem Velociraptor und einem Oktopus und noch weiteren Kreaturen. Ey, am Ende haben wir doch einen relativ okayen Dinosaurier bekommen, den Dominus Rex, den mögen ja voll viele von euch sogar extrem gerne. Und ich glaube, dass wir auch hier eben nicht diese seltsamen Menschenmutanten hätten bekommen. Ich bin da sicher, dass Steven Spielberg da ein bisschen mehr im Hintergrund hatte. Und er hat sogar noch gesagt, dass seine Idee sich wesentlich mehr am Buch Jurassic Park von Michael Crichton hätte orientieren wollen. Da wir leider nicht mehr Informationen haben, ist es ein bisschen schwer zu sagen, ob Jurassic Park 4 geil geworden wäre oder ob wir vielleicht ein Riesendesaster bekommen hätten. Ihr wisst ja, ich bin kein gewaltiger Fan der Jurassic World Trilogie, aber ich meine, dass es im Endeffekt aufs Ähnliche hinausgelaufen wäre. Ich meine, beide Konzepte haben irgendwie auch was wir in Jurassic World bekommen haben. Dinosaurier auf dem Festland, bewaffnete Dinosaurier oder Saurier, die als Waffen benutzt werden. Das Konzept kennen wir eben schon und von daher denke ich mal, dass man sich hier auch sehr viel Inspiration an Steven Spielbergs Vision eines vierten Teils geholt hat. Wie ist deine Meinung zu Jurassic Park 4? Hättest du das Ganze gern gesehen oder sagst du, nee, ich finde Jurassic World so wie es ist perfekt? Ich bin auf deine Meinung sehr gespannt, schreib es mir in die Kommentare unten rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.